Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Injustice 2. So weit waren wir gerade. Jetzt geht's weiter. Sieh dich an. Ein großes Mädchen spielt den Superhelden. Kreucht in der Betthöhle. Du hörst es doch, nicht wahr? Was höre ich? Dein echtes Ich, vergraben unter den Bodendielen. Kratzt und kratzt und kratzt und will raus, um ihren Freunden den Hals umzudrehen. Und noch darüber lacht. Das ist mein Mädchen. Oh, Harley. Stets eine echte Enttäuschung. Wieso versuch ich's auch? Schlüpfrige Typen in billigen Anzügen mit einem noch billigeren Grinsen schreiben mir nie wieder vor, wer ich sein soll. Wir waren früher mal echt wahnsinnig verliebt. Aber das ist jetzt vorbei, Mr. J. Wow. Also, das wundert mich, dass Harley zu dem Joker Nein sagt. Das wundert mich, dass Harley nicht das getan hat, was Joker gesagt hat, aber ich frage mich auch, ob das der echte Joker ist. Der echte Joker ist. Weil der hört sich auch ziemlich bescheuert an. So, ab mit dem Joker. Was? Niemand sagt Harlene, was sie zu tun hat. Dann los, bevor die Anker gelichtet werden. Und da ist schon Swamp das Ding, das Seeungeheuer. Ah, wow, nice. Nice, dann packen wir auf jeden Fall. Oh, komm schon. So, wir heizen die mal richtig ein. So, die erste Runde gegen das Ding haben wir gewonnen.
Und ich kenne ihn persönlich selber nicht. Wow, er kann auf jeden Fall Kopien von sich machen. Was? Oh ne. Auf jeden Fall super nice. Super nice Sache. Der hat sogar Flügel. Was geht mit dem? Was für geile Attacken hat der denn drauf, bitte? Wow, heftig. Mama hat immer gesagt, ich hätte einen schwarzen Daumen. Hast du jetzt die Ohren gespitzt? Du solltest Scarecrow und seine Schläger schnappen. Sie mischen Giftgas unmittelbar in deinem Hinterhof. Wir wollen sie aufhalten. Verstehe. Sie zurück. Bin ich bereit. Oh, Swamp Thing, du bist der Wahnsinn. Wenn du je ins Team willst, nehmen wir dich mit Kusshand. Ich denke drüber nach, falls sich unsere Interessen überschneiden. Doch jetzt geht. Der Sumpf muss heilen. Krasses Vieh. Supergirl. Kara, wo warst du? Nur in den Wolken. Hab zugehört. Wenn dich jemand sieht. Wie oft haben wir es dir gesagt? Es ist zu gefährlich außerhalb von Karndak. Ich trieb jahrzehntelang im All. Im Hyperschlaf gefangen, bis Adam mein Schiff fand. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Wie könntest du dich hier wohler fühlen? Lasst mich raus. Diana, du hast mir beigebracht, was meine Kräfte erreichen können. Diese Welt braucht Hilfe. Die Erdbewohner sind so zerstritten. Immer kämpfen sie. So ist die Welt ohne Kal-El. Batman hat seine Augen überall. Er darf nicht von dir erfahren, bis wir bereit sind. Ich fürchte keinen albernen Maskenmann. Ich verbiege Stahl mit meinen bloßen Händen. Das konnte dein Cousin auch. Und? Was bringen mir diese Kräfte, wenn ich nicht einmal Kal-El helfen kann? Das werden wir, Kara. Genau wie du und ich Diana von Themyscira befreit haben. Die Zeit wird kommen. Wir retten Kal-El. Dann legt Batman uns Rechenschaft ab. Das werden wir ja sehen. Unsere beste Chance gegen Grodd ist ein Präventivschlag. Klingt eher nach einer Aufgabe für das Militär. Wie wär's mit der Armee? Es gibt keine Armee. Noch nicht. Um das Regime zu zerbrechen, mussten wir unten anfangen. Also, was? Wir drei verschleppen Grodd vor der Nase seiner gesamten Gorilla-Armee? Grodd ist ihr Alpha. Schaltet man ihn aus, ergeben sich die anderen. Aber passt auf, nicht in andere Mitglieder der Society zu laufen. Sie sind besser organisiert als gedacht. Nächster Halt, Gorilla City. Ich sollte den Babysitter anrufen. Mama und Papa kommen später. Wenn das hier zu viel für dich und Ollie ist deiner, dann lass ich Blue Beetle und Firestorm übernehmen. Nein, wir schaffen das. Ihr seid schon lange nicht mehr Teil des Kampfs. Ihr habt eine Familie. Du bist Teil der Familie, Bruce. Ich konnte beim letzten Kampf gegen Superman nicht helfen. Dieses Mal werde ich da sein. Nice, nice, nice. Die Mutigen und die Kühnen, Green Arrow und Black Canary.
Killer Grodd. Gorilla City! Unsere Zeit ist gekommen. In wenigen Stunden brechen wir das Joch der Unterdrückung für immer. Nie mehr Regime, nie mehr Justice League. Heute erkennt die Welt ihren neuen Meister. Die Society! Zeigen wir der Welt, dass wir allen überlegen sind. Heute zwingen wir alle, die sich gegen uns auflehnen, in die Knie. Wenig Selbstbewusstsein, das Problem kennt er nicht. Das sind mehr als nur ein paar Society-Mitglieder. Das sind alle. Sie gehen hinein aus der Sichtweite der Soldaten. Harley, halt den Jet warm. Auf unser Zeichen holst du uns raus. Du trägst ziemlich dick auf, Grodd. Hast du Supermans Schreiber angeheuert? Soldaten müssen anständig motiviert werden, damit sie bereit sind, ihr Leben zu opfern. Hass ist der immerwährende Motivator. Richte diesen Hass nicht auf uns. Oder diese Society ist Geschichte. Solange wir ein gemeinsames Ziel haben, Captain Cold, hast du nichts zu befürchten. Du meinst, solange wir deinen Befehlen folgen? Bericht, Deadshot. Sind bereit aufzubrechen. Braves Hündchen. Jetzt sag es den anderen. Cheetah, Cold, ihr bildet die Vorhut. Wir haben diese Ladung schon im Todessumpf verloren. Ich hoffe, dein stiller Partner bringt es trotzdem. Vielleicht solltest du die Identität dieses stillen Partners ausspucken, wo wir uns so auf ihn verlassen. Oder sie. Er wird sich bald offenbaren, aber erst... Aber zuerst ein paar Worte von den tapferen Helden. Ich bin die Tapfere, oder? Ich habe nicht den Mut zu widersprechen. Die Saboteure vom Todessumpf nehme ich an. Kümmert euch darum. Lasst mich zuerst dran. Catwoman gegen Black Canary. Green Arrow, Green. Ja, ich mag Green Arrow. Bezwing den Luchador. Ah, cool, dass man sich den aussuchen kann. Du hast keine Ahnung, was du da tust. Und ob, ich bin in Gorilla City und kämpfe gegen eine Lady im Katzenkostüm. Sollte jeder mal gemacht haben. Ich mochte auch Green Arrow. Ich mag auch die Serie. Hey. Ja, dann schon. So, wir können auch seine Pfeile wechseln. Ob wir jetzt einen Eispfeil verschießen. Oder einen Feuerpfeil. Das war jetzt ein Eispfeil. Boah, komm schon. Ah ja, gut, okay. Oh, komm schon. So, jetzt benutzen wir mal hier die Brandmunition. Wow. Oh, komm schon. Warum passiert denn nichts? Boah, nee, hat sie nicht ernsthaft geblockt. Das toll, jetzt kann ich ja dich auch. Perfekt. Dein
Königreich für eine Sprühflasche. Das kann ich nicht abwehren. Da kriegt sie Leben dazu. So. Die Möglichkeit besteht, dass wir verlieren. Oh, komm schon. Mist. Erstmal gut kassiert. Natürlich probieren wir es erneut. Ja, Catwoman, die ist flink. Sollen wir Black Canary holen? Jetzt haben wir die Gelegenheit. Du verrätst uns erneut, Selina. Wie konnte Bruce dir jemals vertrauen? Ich habe 9 Leben deiner. Ich bin nicht in allen eine Verräterin. Oh. Komm schon. Ey. Ich hab nicht einen Angriff gelandet. So. Nice Bunch. Jetzt haben wir sie. Ich guck mal gerade, was sie hier für Attacken bereit hat. Okay. Wow. Einen habe ich schon. Oh, Rang aus Tekken. Wow. Ah, komm schon. Da hat sie uns erwischt. So. Zeig mal her. Nice. Ab in den Boden mit dir. Jawoll, jetzt haben wir gewonnen. So viel zu den 9 Leben. Oh, ziemlich anmutig, Olli. Selbst da hat er verloren. Bane. Einer lenkt ihn ab und der andere knipst ihm die Schläuche durch. Autsch. Seine Venom-Schläuche, Olli. Wie nett von Batman, seine Handlanger zu schicken. Ich schicke euch ihm gern zurück. In Leichensäcke. So, diesmal nehmen wir Green Arrow. Ich lenke ihn ab, du übernimmst das Schnippel. Dein Rückgrat wird brechen. Wie der Pfeil. Jetzt hast du es geschafft. Das war mein Lieblingspfeil. So. Ja, komm schon. Ulle. Wow. Bane dreht durch. Ich bin froh, dass ich nicht deiner bin. So, gleich sehen wir auch. Wow. Nice. Ja, Bane war im ersten Teil ziemlich groß und ziemlich langsam, aber... Hier scheint... Ich wollte sagen, hier scheint er sehr schnell zu sein. Jetzt kam schon. Ja, endlich.
Nice! Green Arrow. Krass, wie immer unterwegs. Birdie, jetzt! Ohne sein Venom ist Bane nichts. Wo ist jetzt dieser verfluchte Affe? Ich stoße zu euch kurz vor der Dunkelheit. Dr. Fate? Deiner Lance, Oliver Queen. In der Vergangenheit habe ich euch vor Gefahren geschützt, doch eine schwere Krise naht. Und ich weiß nicht, ob ich sie aufhalten kann. Meinst du Grodd und seine Kumpanen? Die haben wir im Griff. Grodd ist nur der Lakai eines mächtigeren Meisters. Eine neue Ordnung steht bevor. Ich habe es vorher gesehen. Kommt mit mir, solange ich euch noch retten kann. Falls das stimmt, bleiben wir hier. Batman braucht uns. Alles euch Vertraute wird den Tod finden. Ich führe euch in Sicherheit. Das erspart euch dieses Schicksal. Mit Gewalt, falls es nötig ist. Der gute Doktor hat diesen Helm zu lange getragen. Dann helfen wir ihm da raus. So, nochmal Black Canary. Du hättest nicht zu Batman zurückkehren sollen. Es ist nicht dein Los, seine Kämpfe auszufechten. Nun, wie mir ein guter Freund einmal sagte, scheiß drauf. So, Dr. Fate ist so, glaube ich, eben ein Stück zu Dr. Strange aus Marvel. Na komm, ich will sehen, was das kann. Wow. Nice! Ich schau mal gerade, was für Kombos die hat. Aktionsliste, dies, das, Kombo-Angriffe. Oh, das sieht doch nice aus. Kann ich das irgendwie nach rechts blicken? Okay. Viereck, Viereck, Dreieck. Okay. Okay. Mist! Ich bin gestorben, aber ich hätte es auch lieber gesehen. Was ist das? Oh, nice. Warum macht die das nicht? So, Moment. Egal. So, ihn haben wir auch geschnappt, Leute. Ich lasse Batman nicht zurück. So, aber das war's erstmal, Leute, von Injustice. Unten links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst ruhig ein Like da, falls es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, falls ich irgendetwas was verbessern könnte. Und, rechts auf der Seite seht ihr meine Outlast 1 Outlast 2 Playlist und oben rechts seht ihr wahrscheinlich den ersten Teil von Injustice, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Also checkt ruhig vorbei, Leute. Macht's gut und bis dahin, euer Nero Phrase.